Heute möchte ich einfach nur mal was zum Kopfstand sagen, zu diesem vermeintlich klassischen, dieser klassischen Haltung. Ich habe einen Workshop konzipiert, wo wir durch verschiedenste Möglichkeiten, durch verschiedene Haltungen durchgehen, die die Möglichkeit für den Kopfstand, um diesen Kopfstand einzunehmen, fördern, wo sie, die dir die Möglichkeit geben, im Kopfstand Haltungen zu verändern. Wichtig beim Kopfstand, bei diesem Thema Kopfstand ist Zeit und Geduld und Kontakt zu dir selbst und dir lieber ein bisschen mehr Zeit als weniger Zeit zu geben. Der Kopfstand ist halt eine Haltung, wo unser Körper, wo unser Geist lernt, einerseits ganz viele verschiedene Aspekte, lernt wirklich, was muss unser Unterkörper leisten, darauf zu stehen. Der Kopf lernt quasi, dass wir auf ihm stehen. Der Geist, ganz nah an unserem Geist, von dem, wo wir denken, ich bin, lernt einmal, wie anstrengend es ist, diesen Körper zu tragen. Das ist ein Aspekt. Und um das zu machen, hast du als Kind, um auf deinen Füßen stehen zu können, hast du ungefähr ein Jahr Zeit gebraucht. Bis du damit einigermaßen klarkamst, bis du das Gleichgewicht halten konntest, bist trotzdem wieder immer umgefallen. Und jetzt sind wir auf einmal und machen einen Kopfstand und meinen, wir müssten das innerhalb von ein paar Tagen, Wochen auf die Reihe kriegen. Warum gibst du dir nicht einfach ein bisschen Zeit? Genauso, wie du dir damals Zeit gegeben hast, natürlich unbewusst. Aber jetzt hast du den Schritt gemacht und du gehst in Verbindung, du machst Yoga. Du willst in Verbindung zu dir treten. Du willst diese Verbindung aufnehmen zu dir. Das ist alles, was dann passiert. Es ist ein Aspekt, dass der Geist lernt. Ein anderer Aspekt ist, dass du lernst, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Mit anderen Augen zu sehen heißt, wenn du eine Umkehrstellung einnimmst und du schaust dann in die Welt, siehst du die Welt neu. Eine Zeit lang siehst du die Welt neu. Schaut euch mal, dreht dich einfach um, guckt durch die Beine und schau mal, wie Leute gehen. Du wirst sehen, das ist ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Video. Das wird mit der Zeit auch sich bei dir integrieren und du wirst die Welt einfach mit anderen Augen sehen können, neu. Was nicht heißt, dass du das Alte nicht sehen kannst. Aber du siehst das Neue auch und dadurch wird der Blick einfach voller. Du wirst die Welt einfach auch mit einem volleren Blick sehen, individueller, freier. Der dritte Aspekt des Kopfstands ist Adipati. Adipati, dieser Punkt, und zwar drei deiner Finger an dem Haaransatz, du legst diese drei Finger da drauf. Und dann geht der Mittelfinger oder irgendein anderer Finger. So, dieser Punkt, Adipati, der ungefähr diese Größe hat, hier ist ein Aktionspunkt, ein Mama, ein Aktionspunkt. Was ich damit mache, ist, ich stelle mich da drauf und gebe dadurch einen Impuls in meinem Körper, die Energie umzukehren. Das, was nach oben fließt, kriegt einen Impuls, auch wieder nach oben zu fließen. Aber dadurch, dass das Becken als oberster Punkt oder die Füße als oberster Punkt ist, fließt es zu den Füßen hin. Das heißt, du drehst deine Energie, das Prana, nennen wir es einfach mal das Prana, fließt jetzt in die andere Richtung. Und das, du gibst den Impuls dadurch. Dadurch ändert sich was in deinem Energiehaushalt, in deinem Impulshaushalt. Und du machst eine neue Erfahrung. Das ist eigentlich
Ne? Der dritte Aspekt. Der nächste Aspekt ist auch so dieses, der Mut dazu, sich auf den Kopf zu stellen, sich in eine umgekehrte Haltung zu bringen. Das ist kein unwichtiger Punkt und dieses Gleichgewichtsgefühl. Wir haben gelernt, auf den Füßen zu stehen, was schon eine Haltung, eine sehr fortgeschrittene Haltung in der Tierwelt ist, auf diesen kleinen Füßen zu stehen. Jetzt lernen wir das Gleiche andersrum. Das heißt, dieser Aspekt, dieses andersrum, dass wir auch umfallen können und, das erfordert Mut. Dieser Mut wird dir soweit auch eine gewisse Kraft geben, andere Dinge in Angriff zu nehmen. Das ist der nächste Aspekt von diesem Kopfstand. Es gibt so ein paar Sachen, die es zu beachten gibt. Wenn du dir Zeit gibst, auch wenn du schon ein wenig fest bist im oberen Bereich, aber wenn du dir Zeit gibst und wenn du aufmerksam wirklich diesen Kontakt zu dir suchst, diese Verbindung, die eigentlich im Yoga, die das Yoga darstellt, nämlich sich zu verbinden, dann braucht es nicht unbedingt die Endstation, die Variationen sind ein Ergebnis von, sondern nur diese Berührung des Kopfes an den Boden gibt dir schon einen neuen Impuls. Die Kraft, die einfach, wenn du es praktizierst, die einfach unweigerlich einhergeht, dass du mehr Kraft, mehr Offenheit im oberen Bereich bekommst. Genauso wie du im Sitzen oder im Stehen die Beine trainierst und vielleicht auch die Beine streckst und in sowas wie ein Spagat oder sowas gehst, kannst du das auch im Kopfstand machen. Genau das Gleiche ist das gleiche Prinzip. Aber auch kannst du die Schultern, die als Pendant gegenüber zu den Hüften sind, wenn du die öffnest durch diese Haltung, die ich euch zeigen werde, wird eine Offenheit im Trapezius hergestellt, die dann einfach auch einen besseren Kontakt zwischen Kopf und Körper gibt. Ich kann euch nur empfehlen, schreibt den Kopfstand nicht als Haltung ab, sondern gebt euch Zeit, habt Spaß dabei und beschäftige dich mit dir.